Hier sind überall tödliche Bäume. Ich kann jederzeit umstürzen. Das ist mein Dach. Das ist Reviermarkierung. Ich habe die Aufgabe, dann diesen ganzen Fluss hier leer zu saufen. Ja, da kam auf einmal so eine ganze Horde Wildschweine vorbei. Ich hatte mich für Seven Forest Wild Staffel 2 beworben, aber leider wurde ich nicht genommen. Und darauf, dass ich nicht genommen wurde und ich Bock habe, werde ich jetzt einen Seven Forest Wild 7 Tage lang Selbstversuch starten. Aber mit dem Unterschied, komplett ohne Gegenstände, weil ich finde das lustig. Und ich habe folgende Bekleidung mit. Und zwar diese Mütze, wo ein Netz dran ist, meine Straßenschuhe, ein paar Sneakersocken, eine bequeme Boxershorts, eine kurze robuste Hose, weil ich seit über 11 Jahren das ganze Jahr über auf lange Hosen verzichte, einen Gürtel, einen Tanktop, ein paar Klempnerhandschuhe. So, jetzt kommen wir zum letzten Bekleidungsstück und zwar zum Thema wärmender Pullover oder Jacke. Und bei dem Bekleidungsstück muss ich sagen, dass ich da die Regel leider durchbrechen muss. Weil ich habe tatsächlich im Kleiderschrank weder einen extrem warm hochwertigen Outdoor-Pullover, den ich dafür nutzen kann, noch habe ich eine Jacke, die ich dafür verwenden möchte. Und deswegen habe ich mich für was ganz anderes entschieden. Und zwar, ich habe mich dafür entschieden, diese 3 Billig-Pullovers mitzunehmen. Das hier, das ist ein 3-Euro-Modell und da kommt ganz viel Wind durch. Das hier, das ist, glaube ich, ein 10-Euro-Modell und das ist auch nicht wirklich warm. Und das hier, das ist keine Ahnung wie teuer, aber da kommt auch ganz viel kalte Luft durch. Eigentlich wollte ich Tag 1 von dem Selbstversuch schon bereits gestern durchführen. Und ich bin gestern hergefahren und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin 17 Uhr angekommen und seitdem habe ich nach dem richtigen Spot gesucht und nach 22 Uhr habe ich den immer noch nicht gefunden, weil überall diese tödlichen Bäume hier da waren. Das war alles voll gewesen und das war hier sonst alles komplett brachgelegen. Also an den Stellen, wo ich geschaut hatte gestern. Genau, und deswegen habe ich ohne Ausrüstung, ohne alles, sondern nur mit diesen 3 Pullovers und alles, was ich da hatte, hatte ich mich in einer kleinen Schutzhütte hingelegt zum Pennen. Und es war richtig kalt gewesen. Ich habe mit den 3 Pullovers gefroren. Gut, ich hätte mir zwar zwischenzeitlich was holen können, aber ich mache diesen Selbstversuch ziemlich spontan. Und ich bin einfach nicht drauf gekommen, mir einen ordentlichen Pulli oder Jacke zu holen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich diesen Selbstversuch mit diesen 3 Billigpullovers durchführen tue. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass diese 3 Pullovers noch nicht mal die Wirkung haben von einem richtig hochwertigen, wärmenden, guten Pullover. Oder Jacke oder so etwas. Das hier, das ist ein Parksack. Und das hier, das sind 2 Kabelbinder. Und ich werde jetzt so ein paar Sachen hier reinstecken und diese mit den Kabelbinder plombieren bzw. verschließen, sodass ich über den gesamten Selbstversuch da überhaupt gar nicht rankomme. Aber bevor ich das mache, werde ich euch meine Kamera-Equipment zeigen bzw. das, was ich auf jeden Fall brauche. Meine Hauptkamera, die Sony ZV-1 inklusive diesen fettigen Stativ. Meine Action-Cam für den Fall, falls es regnet und für den Fall, falls ich Unterwasseraufnahmen mache. Inklusive Dreibein-Stativ und Selfie-Stick. Und diesen Kasten mit Technik drin. Dieser Kasten, den will ich auf gar keinen Fall als Gegenstand benutzen, sondern den habe ich nur dabei, damit ich diese ganze Technik vor Regen schützen kann. Damit die richtig sicher gelagert wird. Und ich werde denen jetzt zeigen, was da drin ist. Eine Powerbank. Noch eine Powerbank. Noch eine Powerbank. Eine Kopflampe. Eine Ersatzlampe. Das ist zwar dieselbe Lampe wie meine Kopflampe, aber das ist mein Bierpowerlicht, weil ich habe das hier dran geschraubt. Und genau den, wenn ich jetzt Bierpower mache, dann habe ich den immer so hingestellt, damit ich mich da beleuchten kann, wie man es jetzt hier in diesem Ausschnitt sieht. Dafür benutze ich das immer. Meine Kameralampe, diese Taschenlampe hier. Das Ding, das ist mir gestern von der Kamera, nicht von der Kamera, sondern von meinem Stativ irgendwie abgefallen und irgendwie habe ich den nicht ranbekommen. Das ist gar nichts, das braucht man nicht. Mini-USB-Kabel, ein Ersatz-Mini-USB-Kabel. Hier ist ein Kamera-Akku für meine Action-Cam drin und inklusive Ersatzspeicher. Und hier genau dasselbe auch. Und ich habe noch etwas vergessen. Und zwar habe ich hier noch mein Solarpanel dabei.
mein 28 Watt Solarpanel, damit ich meine ganzen Powerbanks aufladen kann. Und im Solarpanel gibt es hier noch einen USB-C-Anschluss, damit ich meine Filmleuchte, meine Taschenlampe und meine Actioncam laden kann. Genau, also das kann man auch abmachen und an einer Powerbank dran. Aber das habe ich jetzt gerade hier dran, weil ich jetzt gleich meine Powerbank, die ich gestern ein bisschen benutzt habe, hier sieht man das, hier sind noch 64% drauf, den werde ich jetzt aufladen, weil jetzt gerade ist Sonne vorhanden. Und jetzt werde ich erstmal die ganzen restlichen Sachen plombieren, beziehungsweise euch nochmal zeigen, was ich noch sonstiges dabei habe, was ich gleich verschließen werde. Mein Portemonnaie inklusive Haustürschlüssel. Meine Maske, weil ich musste ja 6,5 Stunden Bahn fahren. Eine Flasche Wasser, das ist der Hinwegswasser gewesen. Noch eine Flasche Wasser. Mein Verbandskasten, also das ist der gesamte Inhalt vom normalen Verbandskasten. Nur Voltaren Schmerztabletten habe ich da extra reingepackt. Aber das ist sonst der gesamte Inhalt vom Verbandskasten. Und mein Handy. Heute ist Mittwoch, der 24. August. Aufnahmedatum. Aber ich werde dieses Video genau an den Tag hochladen, wenn Fritz seine erste Folge hochlädt. Extra, damit dieses Video hier so vielen Leuten wie möglich vorgeschlagen wird. Und genau deswegen mache ich das. Und ich werde jetzt dieses Handy... Moment. Wir haben jetzt 17:47 Uhr. Und das heißt, meine Herausforderung ist zu Ende, wenn wir Donnerstag in einer Woche 17:47 Uhr haben. Genau, und das werde ich jetzt ausschalten und das auch dann hier reinpacken. Genau, hier sind diese ganzen Sachen. Ich werde den hier jetzt schließen. Hier ist gar nichts drin. So, jetzt ist das im Packsack drin. Jetzt mache ich den Packsack zu. So, der Packsack ist geschlossen. Und jetzt guck mal. Ich werde jetzt mit dem Kabelbinder hier reingehen und hier. Ach, ich habe falsch rum gemacht. Genau. Jetzt kann man den hier öffnen und der ist verblombt. Aber ich werde sicherheitshalber zwei reinmachen, damit, wenn Tag 7 durch ist, dass ich eine größere Schwierigkeit habe, das Ganze zu lösen. Genau, so. Jetzt ist das fest. Ich komme an meine Sachen nicht ran. Und jetzt Herausforderung Start kommt. So, ich werde euch die Location zeigen, wo ich die nächsten Tage verbringen werde. Und zwar, guck mal. Hier sind überall tödliche Bäume. Die können jederzeit umstürzen. Aber hier unten, hier ist grün. Das ist gut. Und das hier, das ist ein lebendiger Baum. Und das ist auch ein lebendiger Baum. Und hier vorne wachsen Heidelbeeren. Das hier, das ist ein tödlicher Baum. Aber wisst ihr, was ich bei diesem tödlichen Baum so geil finde? Und zwar diese Rinde hier. Da kann man ganz viel davon abmachen. Und den kann ich dann als Dach benutzen, wenn ich gleich meinen Schlafplatz aufbaue. Und hier sind ganz viele davon. Da kann ich so ein riesigen Rindenstück rausnehmen. Damit ich so ein dichten Dach habe. So dicht wie mein Kopf manchmal. Und, ach ja, guck mal. Hier vorne sind ganz viele Heidelbeeren. Die sind hier überall. Schmecken geil. Ich werde mich davon ganz viel ernähren. Das hier vorne, das ist ein Fluss. Das Wasser ist echt gut. Das Wasser ist viel besser als so ein Leitungswasser. Das ist richtig frisch, weil das die ganze Zeit hier durch diese Steine da rum schwimmt. Das heißt, ich werde hier nicht verdursten. Ich habe die Aufgabe, dann diesen ganzen Fluss hier leer zu saufen.
schade, dass wir nicht Anfang Juni oder genau so Mai, Juni hätten, weil sonst würden hier ganz viel diese hellgrünen Teile hier raussprießen. Und die Dinger, die kann man auch fressen. Die existieren gerade nicht mehr, die sind weg. Die sind schon erwachsen geworden. Ganz viele dieser Blaubeeren, richtig geil. So, und hier vorne habe ich mal die ganzen Sachen hingelegt, weil ich glaube, dass das hier mein Schlafplatz für die nächsten 7 Tage sein wird. Genau diese Kuhle hier. Die ist einigermaßen gerade, wenn man sich irgendwie hier so dran legt. Und ich habe schon eine Idee, wie ich das hier bauen werde. Ich werde wahrscheinlich so einen komischen Ast nehmen und dann diesen von diesem Hügel da machen, drauflegen, hier durchschieben und dann den da drauf machen. So dass ich dann hier so ein Dings habe. Und dann werde ich ganz viele Stöcker nehmen und die dann so und so machen. Und dann die Baumrinde drauf und dann habe ich ein Dach. Extra damit, wenn es regnet, diese ganzen Tropfen von oben nicht auf meinen Kopf drauf spritzt. Deswegen mache ich das jetzt. Der hier ist viel zu morsch, den mag ich nicht, den werde ich nicht als Dach benutzen. Ich werde was anderes nehmen, einen anderen Baum. Der sieht auf jeden Fall stabiler aus. Ich werde den hier durchbrechen. Der hier ist noch zu stabil, den bekomme ich nicht so durchgetrennt. Deswegen bin ich gerade auf der Suche nach Steine. Genau hier. Muss noch mehr gehämmert werden. Ne, ich glaube, ich suche einen anderen Ast. Ich habe gerade keinen Bock zu hämmern. Weil ich habe die ganze Zeit den halben Tag nach der Location gesucht, genauso wie gestern den halben Tag. Und wo ich das endlich gefunden habe, habe ich gerade keinen Bock zu hämmern. Deswegen suche ich einen anderen Ast. Das hier, das ist ein schweres Teil. Ich muss gleich diese ganzen scheiß Äste abmachen, damit ich diesen Ast hier rüber bekomme. Damit ich hier so einen Stamm habe. Ich verstehe nicht, warum ich nicht gleich auf die Idee gekommen bin, den hier zu nehmen. Und bin stattdessen nach ganz da oben hochgelaufen, um dort mit so einem komischen Stein da rumzuhämmern. Und vor allem da ganz oben, etwas weiter ganz hinten, da habe ich, glaube ich, Wildschweingeräusche von ganz Weitem gehört, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber prüfen, ob die später hier runterkommen und mich fressen. Diese Wildschweine. Ich bin sehr gespannt drauf. So, das erste ist geschafft, dieser Dachdings, also dieser Stamm, dieser Balken, dieser Holzbalken, der mein Dach halten soll, ist fertig. Jetzt muss ich ein paar Äste sammeln gehen, dass ich das hier stapeln kann. Ach, wobei, ich sammle, glaube ich, so ein bisschen Birkenrinde, diese vertrockneten Birkenrinde. Ach scheiße, der ist kaputt gegangen. Das ist mein Dach. So, ich habe die ganze Rinde hier hingeschmissen, aber ich werde erst mal was trinken. Geiles Wasser. Erstmal hier hinten pinkeln.
damit Wildschweine, Hirsche und andere Tiere wissen, dass der Natururin da ist. Dass sie mich hier nicht stören und belästigen sollen. Deswegen pieke ich hier hin. Genau deswegen, genau aus diesem Grund mache ich das. Und aus keinem anderen. Das ist Reviermarkierung. Guck mal, die Sonne geht langsam runter. Das heißt, bald kommt Dunkle. Und ich habe mir unter meinen verransten Gehirnzellen überlegt, den Dach erst morgen fertig zu stellen und heute unterm freien Himmel zu pennen. Weil bevor ich gestern losgefahren bin, um den richtigen Spot zu finden, ich habe den Spot ja erst heute Nachmittag gefunden, da habe ich nochmal auf die Wetter-App geschaut. Und da stand irgendwas drauf, dass es von heute auf morgen nicht regnen sollte. Prüfen, ob es nicht regnet. Weil wenn regnet, dann wäre ich nass und das wird mich richtig belästigen. Das wird mich richtig stören. Meine ganzen Sachen, die werden dann auch nass. Weil ich weiß dann sonst nicht, wohin mit mir. Wo ich mich unterstellen soll. Hier ist gar nichts. Außer diese tödlichen Bäume und so weiter. Die hier, diese ganzen verfaulten, wie heißen die Dinger nochmal? Also diese Dinger hier, die sind da oben verfault, weil die sind tödlich verunglückt. Deswegen kann ich mich nirgendwo runterstellen, so richtig. Bis eben gerade vor ein paar Minuten war mir so richtig schön warm gewesen. Das war richtig geiles Wetter, aber jetzt merke ich, dass es Minute für Minute immer kälter wird. Aber so richtig schnell. Ich habe jetzt mittlerweile schon zwei Pullovers an, also zwei Billigpullovers. Ich bin gespannt drauf, ob später mein dritter Pullover ausreicht oder ob ich diese Nacht auch schon wieder frieren muss. Ich hoffe, dass diese Nacht weniger kalt wird wie letzte Nacht. Ach so, für die Leute, die meinen Kanal noch nicht durchforstet haben. In Dortmund habe ich schon mal das hier gemacht. Und in Bad Schandau habe ich das hier gemacht. Und in Bremen im Kunsttunnel habe ich das hier gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Das könnt ihr mir alle nachmachen. Das ist richtig geil. Das macht Spaß. Achso, ich habe hier zwei Steine hingelegt. Genau neben meinem Schlafplatz. Weil guck mal, falls von da oben irgendein tollwütiger Fuchs runterlaufen sollte und mich fressen möchte, dann kann ich diesen Stein ihm zeigen und dann läuft er schon weg. Weil diese Füchse, die haben Angst vor diesem Stein. Aber ich glaube, diese Füchse würden nicht herkommen, weil ich habe da vorne auf diesem Baum Urin gemacht. Und weil ich bin eine aktive Heterodrecksau. Eine richtig testosterongesteuerte Heterodrecksau. Und genau deswegen glaube ich nicht, dass hier irgendwie so ein tollwütiger Fuchs vorbeikommen sollte und mich fressen möchte. Aber ich habe das trotzdem. Für den Fall aller Fälle, falls er Schnupfen hat und das nicht riechen sollte, habe ich die hier hingelegt. Ach so, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Und zwar gestern, als ich auf der Suche nach dem richtigen Spot war, da kam auf einmal so eine ganze Horde Wildschweine vorbei. Die standen direkt vor mir. Aber die sind dann nach rechte Seite gelaufen, nach Richtung hoch zum Berg. Also zum Hügel rauf. Und ich hatte meine Actioncam genau hier dran gehabt. Die habe ich an meiner Tasche so ganz locker befestigt. Und die hatte ich zu spät angehabt. So dass man die Wildschweine zwar nicht gesehen hat, aber hier so ein paar Geräusche habe ich mit aufgezeichnet. Und wisst ihr, was mich aufregt? Ich habe vollkommen vergessen gehabt, schnell mein Handy zu zücken. Und die Handykamera zu nutzen, weil die ist auch wirklich gar nicht so schlecht. Und einfach so nach oben filmen, da wo die ganzen Wildschweine sind. Ich hätte die auf jeden Fall noch drauf gekriegt. Und als die weg waren, da habe ich dann gedacht und beziehungsweise gehofft, dass die nochmal runterkommen. Damit, also zu mir kommen, damit ich die ordentlich filmen kann für euch. Das wollte ich so gern für dieses Video hier drin haben. Das regt mich total auf. Aber wer weiß, vielleicht kommen Wildschweine hierher.
solange ich doch hier bin. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Ich hoffe, ich kriege sie dann auf Kamera. Aber so richtig. Und guck mal, ich habe hier seit gestern einen Pickel bekommen. Voll geil. Ich habe so richtig selten Pickel. Das ist ganz lange her, dass ich zuletzt einen Pickel hatte. Und deswegen finde ich diesen Pickel richtig geil. Das ist so richtig empfehlenswert. Das könnt ihr mir alle nachmachen. So, ich habe meinen dritten Billigpullover angezogen, weil es wird immer kälter und kälter. Also ich bin zwar noch nicht am Frieren, aber wenn es kälter wird, dann werde ich später vielleicht frieren. Und das wird wieder richtig unangenehm, oder wie das heißt. Und ich werde heute auf dem bloßen Boden pennen. Morgen werde ich das auf jeden Fall gemütlicher machen. Aber heute einfach nur so auf dem bloßen Waldboden direkt unterm freien Himmel. Mit der Hoffnung, dass kein Regen kommt, der mir dann auf den Kopf spritzt und auf meine Klamotten und sowas. Ich glaube, ich habe kurzzeitig auch gepennt. Aber irgendwie diese Temperaturen, die werden immer kälter und kälter. Und so langsam fange ich an zu frieren. Das hat mich schon wieder wach gemacht. Es ist zwar nicht ganz so kalt wie gestern. Keine Ahnung, wie kalt es noch später wird. Aber das ist auf jeden Fall unangenehm gerade. Das ist voll scheiße, hier rumzuliegen in dieser Kälte. Ich glaube, es wird echt Zeit, dass ich mir mal so einen ordentlichen Outdoor-Pullover oder Jacke oder sowas besorgen tue. Für so eine Aktion. Anstatt drei Billigpullover, die nicht ganz ausreichen. Ja, ist halt so, ne? Drei Billigpullover reichen nicht aus. Ja, so muss ich irgendwie die Nacht durchkommen. Ja, morgen wird auf jeden Fall definitiv mein Dach hier gemacht. Und ich werde auf jeden Fall hier meinen Schlafplatz ein bisschen weicher machen. Vielleicht wird das dann wärmer als heute, als direkt im Freien, wenn ich das hier irgendwie zubauen würde. Ja, ich muss mich so ein bisschen bewegen. Dann werde ich mich gleich schon wieder versuchen hinzulegen. Ich werde wieder versuchen zu pennen, weil ich bin ein richtiger Überallpenner. Egal ob im Wald, am Fluss, unterm Fels, auf dem Berg, in dem Lost Place, unter der Brücke, in einer Bushaltestelle oder in einer Sparkasse. Ich penne überall, weil ich bin ein richtiger Überallpenner. Und deswegen penne ich genau hier auch. Das muss noch verpennt werden. Das muss richtig benutzt werden. Dafür. Zum Pennen. Deswegen penne ich gleich hier weiter. Guck mal, hier sind überall diese komischen Raupen hier. Diese hier. Keine Ahnung, was das für eine Raupenart ist. Aber hier sind ganz viele von denen, die hier die ganze Zeit hier runterkommen. Die fallen hier die ganze Zeit vom Kopf drauf irgendwie. Das sind irgendwie irgendwelche Raupen. Und die sind hier irgendwie überall. Aber hier, diese Kälte ist das Einzige, was mich die ganze Zeit wach hält. Weil, wenn die Kälte nicht da wäre, dann würde ich jetzt die ganze Zeit den ganzen Wald zuschnarchen. Und so einen richtig widerlichen Wildschweingeräusch ausgeben. Ja gut, ich versuche jetzt weiter zu pennen. Ich habe ungefähr gerade gefühlte 1 bis 2 Stunden gepennt, also 1 bis 2 weitere Stunden. Und ich bin jetzt gerade schon wieder aufgewacht wegen der Kälte, weil mir zu kalt ist. Das heißt, ich muss schon wieder mich irgendwie so ein bisschen warm schütteln, damit ich gleich schon wieder pennen kann. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie spät wir es haben. Ich hoffe die ganze Zeit, wenn ich das nächste Mal aufwache, dass dann irgendwann da drüben die ersten Sonnenstrahlen kommen, die mich danach irgendwie wärmen können. Es nervt mich die ganze Zeit mit der Kälte.
Hier geht's zur zweiten Folge von meinem Selbstversuch. Aber falls Folge 2 noch nicht veröffentlicht sein sollte, geht's hier zu einer anderen geisteskranken Videoserie. Die müsst ihr euch alle angucken.